Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem allerersten Jurassic World Evolution 2 Mod-Vorstellungsvideo. Ja, ihr habt richtig gehört, das Spiel ist gerade 2 Tage draußen und die ersten Mods sind auch schon auf Nexus Mods hochgeladen. Ich sehe sogar schon 6 Mods da und 2 davon möchte ich euch heute vorstellen, weil diese beiden Mods sind wirklich mega genial. Wir fangen auch direkt mit der ersten an, würde ich sagen, denn dafür brauchen wir mal schnell einen Laden. Dann kann ich euch das am besten zeigen. Warten wir mal kurz, bis der fertig ist. So, die erste Mod ist nämlich die Free Build Mod. Das heißt, alle Baubegrenzungen werden aufgehoben. Normalerweise wäre es ja so, wenn ich jetzt hier reingehen würde mit dem zweiten Gebäude in das andere oder einfach so ungefähr so gehen würde, dann würde es langsam rot werden und ich könnte es nicht mehr platzieren. Und durch die Free Build Mod kann ich jedes Gebäude und jedes platzierbare Objekt an der Stelle platzieren, wo ich es auch gerne hätte. Also ich kann jetzt zum Beispiel das Gebäude in das hinein machen hier sogar. Das funktioniert alles. Also das ist wirklich richtig gut. Weil ich hatte da schon so ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Gerade bei den Gebäuden. Da war es dann zum Beispiel so, ich hatte geplant diesen Eingang. Wo haben wir den denn? Da, an die Seite zu machen und dann hier noch einen Weg hinzuzeichnen. Das ging irgendwie nicht, zumindest mit dem kleinen Weg nicht. Mit dem großen ging es sogar, das hatte ich später dann noch getestet. Aber mit dem kleinen Weg ging es eben nicht. Aber jetzt durch diese Free Build Mod ist das alles kein Problem. Da kann man sogar Wege durch Gebäude durchführen, wie man möchte. Das funktioniert alles. Man kann sogar Zäune da reinzeichnen und was man da nicht alles reinmachen möchte. Also ihr habt hier wirklich gar keine Baubegrenzung mehr. Ich könnte hier sogar, wenn ich will, einen Haifeeder nehmen vom Mosasaurus-Becken. Ist zwar rot, kann man trotzdem mal platzieren. Und dann hängt hier einfach ein Hai. Also diese Mod hebt wirklich jegliche Baubegrenzung auf. Das ist echt richtig cool. Man kann sogar, habe ich vorhin auch schon ausprobiert kurz, weil ich das ganz cool fand, rein theoretisch schon eine Lagune in dieses Amphitheater platzieren. Und dann hätte man hier ein Wassertheater. Ist natürlich wieder nur für PC, also die Konsolenspieler können das Ganze leider nicht installieren. Aber dadurch hat man dann viel mehr Möglichkeiten, was die Gestaltung angeht. Bringt wahrscheinlich auch den ein oder anderen Bug mit sich, aber ich persönlich kann damit leben. Also ich bin echt froh, wenn alle Baubegrenzungen aufgehoben sind. Ich brüte übrigens nebenbei gerade einen Moser aus, aber ich kann euch das hier nochmal zeigen. Also ihr seht schon, so ganz perfekt ist das natürlich nicht. Aber das bleibt halt nicht aus bei so einer Mod. Da kann man ja sowieso machen, was man will. Wir können sogar jetzt mal komplett übertreiben. Nehmen wir mal irgendein Gebäude. Sagen wir mal so einen Schutzraum. Und da könnten wir dann sogar die Dinger ineinander platzieren. Also man hat hier wirklich alle Möglichkeiten, wie man es gerne hätte. Also gar keine Grenzen gesetzt. Ich muss sagen, es wäre auch noch schön, wenn man im Sandbox-Modus Gebäude direkt platzieren könnte und auch Dinosaurier direkt ausbrüten könnte. Weil man braucht sogar, um Dinosaurier auszubrüten im Sandbox-Modus, Wissenschaftler. Das heißt, ich müsste hier wirklich noch Wissenschaftler mal einstellen und zuweisen und sowas. Das ist schon sehr anstrengend. Ich hoffe, die Modder machen da noch einiges. Aber ihr seht schon, jetzt sind die Gebäude alle ineinander platziert. Und ich kann einfach immer so weitermachen. Ich könnte jetzt sogar Felsen nehmen zum Beispiel. Haben wir sie. Und hier auch mit rein platzieren. Selbst wenn es rot angezeigt wird, man kann es platzieren. Sind halt bautechnisch gar keine Grenzen mehr gesetzt. Und gerade bei Felsen ist das mega praktisch. Weil ihr könnt jetzt natürlich auch so größere Felsen damit bauen, wenn ihr das kombiniert miteinander. Da kann man dann schon viel draus machen. Ich liebe diese Mod jetzt schon. Ist einfach nur toll. Und man könnte jetzt bestimmt sogar eine Klippe erzeugen. Da sind wir übrigens jetzt schon direkt bei der nächsten Mod, die ich euch vorstellen will, weil das ist so ein kleines Kombinationsvideo. Denn von dem gleichen Mod-Ersteller, Kai Odenik heißt der übrigens, da kommen wir später auch nochmal ein bisschen mehr drauf zu sprechen, gibt es auch noch Expanded Terrain Tools und damit kann man das Terrain viel krasser bearbeiten. Also seht schon, da kann man richtig steile Terrain-Sachen bauen. Man hat hier viel mehr Einstellmöglichkeiten, was das Gefälle zum Beispiel angeht und auch was den Radius angeht. Man kann ihn viel kleiner hier stellen, als er normal im Spiel ist.
und halt auch super steile Berge und Klippen bauen. Aber ich wollte eigentlich gerade hier das testen. Wo man jetzt hier auch die Felsen noch höher bauen kann. Das ist ja mega gut. Also wenn man sich hier die Zeit nimmt und das vernünftig macht, dann kann man da, glaube ich, richtig coole Klippen mit erstellen. Ich mache es natürlich jetzt hier auf die Schnelle, deswegen sieht es nicht ganz so cool aus. Ah, das ist schon mega nice. Kann man nicht anders sagen. Und auch die Terrain-Tools funktionieren so viel besser. Funktioniert erstmal schneller, das Terrain anzuheben und abzuflachen und sowas. Seht ihr ja hier. Und man kann halt jetzt wirklich steile Klippen erstellen. Und die Map auch bearbeiten, wie man möchte. Das ist so unfassbar cool. Diese Mod werde ich auf jeden Fall bei meinem ersten Parkbauprojekt benutzen. Dadurch haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten. Ich könnte hier sogar die ganze Klippe dann mit Fels ausgestalten. Das ist ja übel gut. Ich komme gerade aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich hätte nie gedacht, dass die Modding-Szene so schnell ist. So, und jetzt können wir mal das machen, was sich Kai Odenik wirklich verdient hat, nämlich ihn ein kleines Dank aussprechen oder einen kleinen Dank aussprechen. Vielen, vielen Dank, Kai Odenik, dass du immer so schnell bist, was Modding angeht. Er war ja auch schon bei Jurassic World Evolution 1 mega schnell und hat richtig coole Mods erstellt. Und deswegen ist unten alles verlinkt zu den Mods und zu Kai Odeniks YouTube-Channel. Da postet er auch immer Updates zu seinen Mods. Das könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Ist einfach heftig. Also, ich finde es einfach krass. Bin mega geflasht gerade, was für Möglichkeiten wir dadurch haben. Lassen mal den Moser frei. Und gucken uns das mal kurz an, wie das aussieht, wenn er jetzt hier durchschwimmt. Ich spule mal vor. Okay, ich bin Isaac Clement. Hier unten sieht alles normal aus. Saurierpark aller Zeiten auf. Hoffentlich sterben wir nicht dabei. Im Ernst jetzt, ich will nicht sterben. Das ist ja cool. Der schwimmt jetzt einfach rum. Vielleicht könnte man das hier auch noch ein bisschen tarnen oder so. Wartet mal. Klar. Aber sie wollen auch unterhalten werden. Dieses Meeresreptil, der Mosasaurus. Nee, okay, hier kann ich nicht an. So gut wie kein anderer. Wenn das geht nicht. T-Rex, der König der Landsaurier, schade, schade. Ist der Mosasaurus. Aber ich nehme mal eben so einen Haifieder. Setz dir den mal hier hin. Viel Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir hier einen Haifieder inmitten von dem Amphitheater. Mal gucken, ob der Moser davon frisst. Das würde mich mal interessieren. Okay, das ist mega cool, dass das klappt. Wenn man das hier noch ein bisschen mehr versteckt mit dem Haifieder. Oh mein Gott, ist das nice. Könnte ich jetzt rein theoretisch auch hier ein Aviarium drüber machen? Mir kommen jetzt gerade schon so viele Ideen, ne? Was man mit diesen Mods ausprobieren kann. Oh mein Gott. Es geht halt wirklich. Das ist ja richtig crazy. Dann haben wir einen Mosasaurus mit einem Käfig drüber, wo dann Flugsaurier reinkommen. Diese Baumöglichkeiten. Schaut es euch an. Ich mache das nochmal ein bisschen größer. Es ist einfach Wahnsinn, was damit möglich ist. Richtig cool. Ja, ich könnte jetzt auch noch Flugsaurier und so freilassen. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Also ich denke mal, ihr habt gesehen, was man mit diesen Mods alles machen kann. Das sind einmal hier diese Free Build Mod. Damit könnt ihr halt alles an jeder Stelle platzieren. Sogar den Fischfeeder. Oder halt Felsen ineinander platzieren, ohne Baubegrenzung. Felsen in Gebäude platzieren. Felsen auf Wegen platzieren. Also ihr habt da alle Möglichkeiten. Und als zweites haben wir da die Terrain-Mod. Die Beta-Terrain-Mod. Ne, Expanded Terrain Tools heißt sie. Damit könnt ihr das Terrain viel besser bearbeiten, viel kleiner den Radius einstellen, steilere Klippen bauen und. Also da kann man sich ordentlich austoben. Checkt diese Mods, wenn ihr auf PC spielt, gerne ab. Macht richtig Spaß damit, da hat man viel, viel mehr Möglichkeiten mit. Und checkt auch Kai Odenik ab in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses kurze Vorstellungsvideo von den beiden Mods hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.